Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Sauerland. Ich bin hier in der Nähe von Meschede, also relativ im nördlichen Bereich des Sauerlandes, auf einem Landvergnügenstellplatz, dem Hof Kotthoff, am kleinen Ortsteil von Meschede, Wellinghausen. Eigentlich war das Wochenende ganz anders geplant. Ich wollte eigentlich nach Goch zu einem Wohnmobil treffen und sind auch einige Wohnmobil- bzw. Zubehörhändler für Wohnmobile vor Ort. Da gab es ja schon mal so eine ähnliche Veranstaltung am Twistersee vor ein paar Wochen, wo ich war. Und eigentlich wollte ich mich da auch mit Tanja und Marco vom Kanal Tanja und Marco Reiselust statt Alltagsfrust treffen. Aber ich bin gestern so spät weggekommen am Freitagnachmittag und war ehrlich gesagt schlagkaputt und müde, dass ich es nur bis ins Sauerland geschafft habe, kurzfristig mal geschaut habe, was an Landvergnügenplätzen hier in der Nähe ist. Und da habe ich hier den Hof Kotthoff gefunden, am schönen Hennesee gelegen. Das zeige ich euch noch gleich, den Ausblick, den ihr hier habt vom Stellplatz an dem Bauernhof. Wirklich schön, toll gelegen. Ich bin sehr nett und freundlich empfangen worden. Es sind noch ein paar andere Camper, wie ihr auch gleich sehen werdet. Aber es ist schön hier und ich habe gestern Abend einfach nur einen entspannten und ruhigen Abend verbracht. Und einfach ein bisschen ausgeruht und relaxed. Ja, der Hof hier ist seit der 7. Generation im Familienbetrieb und beschäftigt sich hauptsächlich mit Milchviehwirtschaft. Man baut auf Nachhaltigkeit und die Kühe, die man hier in den Ställen und tagsüber auf den Weiden sieht, ja, die machen einen zufriedenen und glücklichen Eindruck. Hier nebenan, das zeige ich euch auch gleich noch, ist noch Xaros Ranch, ein Pferdehof, wo man auch reiten kann, Kutschfahrten wohl mieten kann. Es gibt da Ferienwohnungen und soll ein sehr leckeres Gasthaus dort sein. Da bin ich gestern schon darauf hingewiesen worden, der ist sehr beliebt. Das habe ich auch gesehen gestern am späten Nachmittag. Da war draußen der Biergarten auch schon relativ voll. Ich habe mich gestern dafür entschieden, den Abend hier ruhig am Wohnmobil zu verbringen. Habe mir nur ein paar Nudeln gekocht und das war es auch schon zum Abendessen. Ja, ich versuche gleich nochmal hier am See, zum See runterzukommen, ein paar schöne Aufnahmen für euch zu machen. Natürlich hier auch von dem landwirtschaftlichen Betrieb. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wir sehen uns dann später wieder. Bis gleich. Ciao. I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that on Finn Gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. Ja, und hier seht ihr nochmal den herrlichen Ausblick hier im Sauerland auf den Hennesee. Absolut idyllisch und schön. Das Wetter passt auch. Heute Nachmittag soll es ja eventuell mal zwischendurch ein bisschen regnen. Ja, wir werden es sehen. Das gibt es normalerweise bei mir nicht, wenn ich unterwegs bin am Wochenende, dass es da regnet. Also drückt mir die Daumen, dass das Wetter einigermaßen schön bleibt. Ich hoffe, die Aufnahmen eben haben euch schon mal gefallen. Ich gucke jetzt mal weiter, wie es hier runter an den See geht. Eine nette junge Dame, die auch auf dem Landvergnügenstellplatz mit ihrem Fahrzeug steht. Ich habe gesagt, wir brauchen eigentlich nur den Weg hier weitergehen. Und dann kommt man runter an den See. Man kann sogar ganz drumherum gehen. Auf der anderen Seite hat man auch nochmal einen schönen Ausblick. Allerdings so viel Zeit habe ich ja doch wieder nicht, weil ich will ja nachher noch weiter nach Winterberg. Auch wenn das nur eine halbe Stunde von hier ist. Aber so heute Nachmittag, so um 2:30 will ich dann langsam los. Also bleibt dabei. Ja, das sieht mir doch nach einer machbaren Abkürzung runter an den See aus hier.
habe ich jetzt das Stativ schön tief gestellt, versuche dann eine schöne Aufnahme vom See zu machen. Das Wasser will ich mit einem ND-Filter, den ich auch gerade mit aufgeschraubt habe, noch ein bisschen beruhigen. 16er Blende, weil ich viel Tiefenschärfe haben will. Ja, dann schaut mal, was draus wird. So, ich habe jetzt nochmal einen zweiten ND-Filter davor geschraubt und habe jetzt Belichtungszeiten mit 10 und 15 Sekunden gemacht. Ja, schaut euch die Bilder an. Ich hoffe, sie gefallen euch. So, ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck von dem See hier erhalten können. Mir gefällt das ganz gut hier. Der Weg, den ich hier gleich weitergehe, da könnt ihr auch einmal komplett um den See wandern oder radeln, je nachdem, zu was ihr Lust habt und zu was ihr Zeit habt. Ich gehe jetzt mal so langsam wieder Richtung Fehlinghausen zurück und will dann über Xavers Ranch, die will ich euch noch zeigen, ja, zurück zum Landvergnügenhof Kotthof. Also bis gleich, ciao. Ja, und so sieht der Weg aus, hier entlang des Sees. Wie gesagt, ihr könnt einmal um den See drumherum mit Rad oder zu Fuß. Wie mir die nette Mitkämmerin vorhin gesagt hat, muss man mal ein kurzes Stück über die Straße. Sie ist das gestern mit dem Rad abgefahren. Aber ansonsten ist man ja direkt am See und kann hier die Natur genießen. Ja, hier soll ich also hoch. Da bin ich ja mal gespannt. Komoot meint... Quatsch, Google Maps meint hier, würde ein Weg lang führen. Wenn man ganz genau hinguckt, kann man auch einen Weg erahnen. Ah ja, da oben ist ja wieder die Bank, wo ich vorhin die ersten Bilder gemacht habe. Einfach quer durch den Wald ist das im Grunde genommen. Und hier ein Blick auf Xavers Ranch. Ihr seht, Pferdchen gibt's da. Gestern waren noch ein paar Mädels hier am Reiten. Auch ein richtiges Idyll hier. Wie gesagt, Ferienwohnungen kann man hier auch mieten und ein Gasthaus gibt es. Ja, und hier seht ihr das Gasthaus mit Biergarten. Ist jetzt schon ordentlich was los. Am Wochenende, heute ist Samstag, wird es mit Sicherheit noch voll werden. Ja, guten Appetit, würde ich mal sagen. Ne? Die haben es, glaube ich, schon gut hier. Ja, und hier seht ihr schon den Kotthof, meinen Landvergnügenstellplatz. Und ein kleiner Teich gehört hier auch dazu. Ja, und hier seht ihr das im 18. Jahrhundert erbaute Haupthaus, im Jahr 1797. Und das ist der erste Stall hier. Hallöchen. Ah ja, geht doch. Ja, und hier nochmal ein Blick auf den Stellplatz. Hier können schon ein paar Wohnmobile und auch Wohnwagen zu Besuch kommen. Die Familie ist da sehr flexibel, was das betrifft. Und unter uns Campern ist das ja eh kein Problem. Ja, mir hat es hier wirklich gut gefallen. Eine wunderschöne Gegend, sehr viel Natur, wunderschön ruhig. So macht Campen mit Landvergnügen richtig Spaß. Wer das Portal noch nicht kennt, ja, schaut mal auf Iris und Uwes Womowelt. Die beiden sind auch Landvergnügen-Botschafter, machen einige Höfe haben die schon vorgestellt und da wird auch ganz genau erklärt, wie Landvergnügen funktioniert. Und ich habe es euch ja schon in meinem vorletzten Video, was ich euch hier oben mal verlinke, erklärt, Landvergnügen im Vergleich mit einem anderen Portal dieser Art mit Stay Better. Mir und uns gefallen eigentlich beide Portale und wir werden auch beide Portale weiter nutzen. Ja, wir haben jetzt ein bisschen frisch machen, vielleicht auch mal hier die Dusche, die man hier am Hof auch benutzen kann. Ausprobieren, mich mal frisch machen
Und dann geht es langsam weiter Richtung Winterberg. Und da auf dem Stellplatz, bzw. dem Campingplatz Hochsauerland, da sehen wir uns dann wieder. Ciao! Ah ja, bevor ihr es vergesst, wenn euch das Video gefallen hat, wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Okay, bis bald. Ciao! Ja, willkommen im Sauerland in Winterberg oder hätte man gestern Nachmittag sagen müssen, eigentlich Regenberg. Bin spät nachmittags auf dem Campingpark hoch Sauerland angekommen. Ja, alles aufgebaut, Stühle raus, Tisch raus, Kaffee gekocht, Kuchen auf den Tisch gestellt und schon fing es an zu regnen. Kurz dann hatte ich die Markise auch schon ausgefahren, sodass ich wenigstens im Trockenen noch Kaffee trinken konnte. Es hat dann auch ein paar Stunden geregnet, war gar nicht schön das Wetter. Ja, so dass die geplante nachmittägliche Wanderung leider ausfallen musste. Ich habe dann den späten Nachmittag, den Abend vertrieben mit Schauen von anderen YouTube-Videos. Hat, ja, war auch okay. Kann man ja auch mal machen. Ist halt mal Pech gewesen mit Wetter. Den Campingpark Hochsauerland, da zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder während der Ein- und Ausfahrt dort. Die Rezeption, da bin ich freundlich empfangen worden. Die Stellplätze sind terrassenförmig angelegt. Es sind auch relativ viele Dauercamper dort. Allerdings war kaum jemand da. Gut, bei dem Wetter verständlich. Und ja, ein bisschen Gefälle habt ihr auch bei den Stellplätzen. Also mit den Keilen konnte ich das gerade so ausgleichen. An den Stellplätzen habt ihr Stromversorgung vor Ort. Wasser ist an verschiedenen Stellen zu holen. Das Sanitärhaus, ja, das war in Ordnung. Relativ modern, sauber, gepflegt. Die Anzahl der Toiletten, Duschen, Waschbecken und so weiter könnte natürlich knapp werden, wenn es da richtig voll ist. Winterberg ist ja ein bekannter Wintersportort. Ich bin da früher auch oft Ski gefahren, machen wir ja schon lange nicht mehr. Ja, wie gesagt, da könnte es ein bisschen knapp werden. Aber ansonsten war alles okay auf dem Campingplatz, war schön. Kann man auf jeden Fall nochmal hinfahren, bei besserem Wetter natürlich. Und dann schöne Wanderungen machen. Es gibt dort noch jede Menge andere Freizeitmöglichkeiten, Sommerrodelbahn und ja, verschiedene andere sportliche Aktivitäten. Für Radfahrer, Biker ist das natürlich auch Paradies. Für uns ist natürlich eher dann so eine Geschichte mit dem E-Bike da durch die Gegend zu fahren. Die Landschaft ist wunderschön, also kann ich nur empfehlen. Ja, ich bin jetzt schon auf der Heimfahrt. Ich fahre schön über die Dörfer in aller Ruhe nach Hause. Ja, durch das Sauerland, am Kellerwald, am Naturpark Kellerwald vorbei und dann weiter Richtung Heimat. Ich will auf jeden Fall zu Hause sein, bevor Sabine von der Arbeit kommt. Das wollten wir Nachmittag schön am Muttertag Kaffee trinken können, Kuchen genießen können. Und heute Abend wollen wir grillen. Da gibt es Rehsteaks. Die habe ich ja schon vorgestern auf dem Landvergnügen-Stellplatz am Kotthof mitgenommen. Da ist der Sohn der Familie, ist Jäger. Und die lassen die Steaks dann immer vom Metzger schon soweit vorbereiten. Und die könnt ihr dort, ja, käuflich erwerben. Okay, damit ist das Campingwochenende auch vorbei. Wie gesagt, kommen gleich noch ein paar Bilder vom Campingplatz und von der Heimfahrt. Und dann bin ich auch bald schon wieder zu Hause.
Ja, hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, wir freuen uns immer über einen Daumen nach oben. Das hilft uns kleinen Kanälen natürlich immer wieder, um noch eine größere Bekanntheit zu erlangen. Schreibt was in die Kommentare. Das macht auch immer Spaß und darauf zu antworten. Ich versuche wirklich jeden Kommentar zu beantworten. Noch ist es ja übersichtlich bei mir. Ja, und vergesst nicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal zu abonnieren. Da verpasst ihr keine weiteren Videos. Es sind noch gut 2 Wochen, 2,5 Wochen. Dann geht's endlich Richtung Norwegen. Also, bis später wieder. Ciao. Just cause my